ist erledigt. Na also. Das ist nervig, aber ist dann halt so. Moin. Willkommen zurück. Sucht ihr eine gute Rüstung? Ich bin hier wegen der Drago-Schuppen hier. Könnt ihr eine Drachenschuppenrüstung herstellen? Ja, oder Drago-Schuppen. Natürlich. Er ist wieder da. Habt ihr es euch überlegt? Ich kann aus euren Schuppen eine prächtige Rüstung machen. Wie viel wird das kosten? Kosten? Dafür sollte ich euch bezahlen. Für das Recht. Nein, das Privileg. Bezahlen? Nein, Wade, nein. Wir berechnen euch... Davon will ich nichts hören, Harry. Ehrenmann. Es ist mein Laden und die Arbeit an Drago-Schuppen kostet keinen verdammten orlesianischen Kupferling. So, wird es lange dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Meisterstücke übereilt man nicht, werter Herr. Ja, das stimmt. Sowas dauert Monate, womöglich sogar Jahre. Lol. Ihr solltet einfach gehen. So lange dauert das nicht, Harrin. Außer ich mache auch Gravuren. Ich weiß auch schon was. Ja, ohne Gravuren wäre sie gar nicht vollständig. Der Kunde muss natürlich damit einverstanden sein. Was ist mit dir, ey? Ihr könnt daraus wirklich eine gute Rüstung erstellen. Darauf verwette ich mein Leben. Wo ist eure Bescheidenheit, wenn wir sie brauchen? So, ihr sollt die Rüstung herstellen, aber beeilt euch nochmal. Ich bin knauseriger Geizkragen. Der Kunde spricht von großer Eile. Wir haben noch andere Aufträge. Die können warten. Hier geht es um die Kunst. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Tja, sonst noch was? Seid ihr wegen eures Auftrags hier? Ich habe kaum angefangen, da belästigt ihr mich schon. Digga. Ach, zurück an die Arbeit. Seht euch doch unsere Ware an, bevor sie verkauft ist. Ja, das wollte ich nämlich eigentlich. Wie kommt ihr zurecht? Oh, großartig. Wade bearbeitet heute keine Aufträge mehr. Digga, die beiden sind einfach wie die und Typen aus der Muppets Show. Und ich darf mich mit Kunden auseinandersetzen, deren Aufträge heute fertig werden sollten. Seid vorsichtig auf der Straße. Wenn einige wüssten, dass ihr der mit den Drago-Schuppen seid, nun, das wäre nicht angenehm. Na, was habt ihr denn? Natürlich. Auch Drago-Leder. Ja, aber nee. Nope. Wow. Also die Rüstung war bei mir immer ziemlich alter. 88 Gold. Ich kann mir das nicht leisten. So. Sternenreißer. Stan-Schwert. Ah ja, stimmt. Meine Waffe war ja besser. Es tut mir leid, Stan. Bye. Yes. Yes. Und ich krieg's noch meine alte. Ach, zurück an die Arbeit. Uh-oh. Ach, Origin. Da ist mal einer mal online hier. Es gibt ja inzwischen, was laber ich? Es gibt Origins, also generell viele EA-Titel inzwischen auf Steam. Die würde ich dann noch deutlich lieber auf Steam oder so zocken. Aber das habe ich halt schon seit Äonen auf Origin. Weil, wie gesagt, es gibt es erst seit kurzem bei Steam. Und vorher war das eigentlich die einzige Möglichkeit, es zu zocken, war über Origin oder halt so eine Hardcover-Version. Bin ich jetzt eigentlich deutlich leichter, jetzt wo ich die los bin? Vielleicht. Was ist hier? Wer bist du? Warum? Okay. Random Bürger. Ich rede nochmal mit dem Feldwebel hier. Aber ich glaube, sonst gibt's hier nichts. Dann gucken wir uns mal in den Vierteln an. Danke für eure Hilfe. Leider gibt es noch keine. So. Ah, Anwesen des Aals von Radcliffe, das kenne ich ja. Anwesen des Bands der Westflügel.
Anwesen des Arztes von Denerim. Königlicher Palast kann ich halt noch nicht. Das Gesindeviertel. Ich würde jetzt ein bisschen Reise machen. Verfallener Tempel. Einfach so unterwegs, weil da könnte es sein, dass wir unterwegs diesen Questauftrag erledigen können. Klirr, komm schon. Okay. Kein Klirr. Ach ja, das ist der Tempel. So, Laja, weil ich würde gerne mit Boland Fettig sprechen. Dem Runen-Monsieur. Moin. Hier. Verzauberung? Verzauberung, ja. Verzauberung! Alistairs Waffe. Mareks Klinge. Dann nehmen wir hier, entfernen die mal. Und was nehmen wir denn hier? Die hat nur 9,8, ne? Er kriegt Sternreißer. Boah, ist das nice. Ja, Alistair muss dabei sein. Und nochmal Kälteschaden. Zauberresistenz klingt auch echt gut, muss ich sagen. Da hat Alistair ein ordentliches Schwert hier. Ja, das ballert. Wie sieht's mit meinen Waffen aus? Ich habe ja nicht genug Stärke für die, oder? Oder doch? Ich habe 31 Stärke. Wahrscheinlich durch Buffs. Ich kann ja jetzt auch Schwerter an beiden Stellen haben. Yo. Aber es gibt Klugheit, ne? Aber es hat schon mal Schaden gegen Untote und so ein Krams. Boah, Alter, sieht das sick aus. Geralt, das mache ich. Ihr und eure Freunde seid wirklich... gehen. Auf hier. Verzauberung? Ja. Der war das. Der hat auch sogar 3. Machen wir auch Zauberresistenz. Flammen sind gut. Und auch Blitzrune des Meisters. Damn. Das sieht lit aus. Ich wusste gar nicht, dass ich das schon tragen kann. Dafür bin ich jetzt halt dümmer. Jetzt zeige ich mir die Werte. Klugheit 32. Ja, vorher hatte ich Klugheit 38. Aber Klugheit bestimmt ja... Kräuterkunde, Kampftaktiken. Gut, erhöht die Effektivität der Schurkentalente, das stimmt. Aber ich will ja auch Damage machen, ne? Das ist egal. Unbedingt. Ja. Ja. Die Truppe von der Glucke. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir... Reisen wir wieder zurück und hoffen, dass es unterwegs was passiert hier. Kann mich auch natürlich geirrt haben, ne? Dass das nicht unterwegs, sondern irgendwo in Denerim ist. Dann habe ich mich wohl geirrt. Oder ich muss mehr Progress einfach anstellen. So, reisen wir durch die Viertel. Anwesen des Arztes von Redcliffe. Ja, das kenne ich ja. Aber ich kann noch mal hinreisen. Passiert ja nichts, ne? Ah ja. Wie ich mir dachte. Oh ne, jetzt muss ich wieder die ganze Strecke laufen. Ne? Unbedingt. Ja. 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 Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Boah. Alter, die zwei Schwerter hinten auf Wolken. Das habe ich mir ja auch achieved, ey. Richtig nice. Vorher ging ja nur ein Schwert, ein Dolch. Oder vielleicht ging sogar am Anfang wirklich nur Dolch und Dolch. Und... Me gusta. Me gusta very mucho. Morrigan, come on, level up, man.
Dann Anwesen des Bands der Westhügel. Oh. Oh. Was geht ab? Wahrscheinlich wieder Action. Weil sonst könnte ich mir ja nicht vorstellen, was wir hier machen. Mach mal auf hier. Nee, danke. Who is dead? Mach mal Flammenwaffen, Alter. Falle! 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 Ah, okay, ich sehe. Falle! Und da haben wir also endlich den mächtigen grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Oh oh. Und wo ist Severin? Er ist nicht bei euch. Wie enttäuschend. Offensichtlich ist er nicht dabei. Hm. Muss ich mit ihm reden? Dann werde ich ihn aufsuchen, sobald wir hier fertig sind. Hier bin ich, Taliesin. Lol. Sagt mir, hat man euch geschickt oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Oho, und da erscheint er doch noch. Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephren hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun, hier bin ich. In Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephren. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Zephren braucht die Krähen nicht länger. Dafür musste ich natürlich erst einmal tot sein, ja. Und das werde ich keinesfalls zulassen. Ehrenmann. Was? Ihr seid weich geworden. Es tut mir leid, alter Freund. Aber die Antwort ist nein. Ich komme nicht zurück. Dafür habe ich dich... Und ihr hättet in Antiva bleiben sollen. Rejected, aber du bist zurückgekommen. Oh, shit. Zephren muss dabei sein, okay. Ja, Morrigan... Unbedingt. Ja, und nehmen wir es denn. Was hast du eigentlich für Waffen? Er hat gar keine Waffen. Willst du mich flachsen? Nein, dann kriegst du die hier. Sorry. Hier kriegst du das hier. Habe ich den geraubt oder wie? Morrigan. Ist mal ein bisschen. Oh no. Das sind ja doch einige. Ja, das kommt davon, dass man sich nicht auflevelt. Der ist fucking underpowered hier. Wo bin ich denn? So, wir wissen, wir sind sowas hier. Healing für alle. Wow, Stan kriegt ganz schön was aufs Maul hier. Ja, von drei Seiten, ne? Uh-oh. Ja, dann wird es jetzt Zeit für einen starken Wundumschlag. Gut, Zephren ist ja nicht so wichtig, aber ich würde ihn trotzdem gern am Leben behalten. So. Du säufst mal, wir jetzt. Nee, warte mal, hier. Jawohl. Heilen, jawohl. Hier, machen wir den hier an. Ich bin. Boah, gab's aber schon schlimmere. Ja gut, selbst wenn's denn verreckt, wir haben ja Verletzungsausrüstung. So, ja, es ist verreckt, aber juckt. Alter! Zeit ist irgendwie der Wurm drin. Und wo ist Severin? Er ist nicht bei euch.
Es ihr kann könnt mit mir zurückkehren, Saffron. Abgeschmiert, meine ich. Unbedingt. Ja. So. Auf, dass es jetzt besser läuft. Was machst du denn hier, Saffron? Wie dazu denn erzogen, bitteschön? Und was mit dir eigentlich? Alter. Sehr gut. Schon wieder so am Arsch. Heilen war ein Befehl. Peace was never an option. Toll. Wir müssen doch erst auf den Typen treffen. LOL. Die sind schwer, doch, das dachte ich mir. Ja. Falle! Weil die kommen von allen und Seiten. So ist Severin. Offensichtlich ist er nicht dabei. Ihr könnt mit mir zurück. Wir müssen erstmal tot sein. Oh Gott, warum habe ich den underleveled? Unbedingt. Ja. Das nervt mich. Ich hätte den echt. Ich brauche ihn halt nicht, weil ich besser bin. Das ist halt das Problem. Allesamt gehen jetzt hier auf. Oh, komm, einfach YOLO. Einfach YOLO. Gar nicht mal schlecht. So, hier gönne ich mir zwei. Und jetzt mal gucken, wie es jetzt geht. Unnormal YOLO. YOLO des Todes hier. Heilen, jawohl. So, der ist auch weg. So. Das ist halt echt komplett YOLO gewesen, aber. Es war so die Möglichkeit immerhin. Ich werde es tun. Der Feuerball ist halt so gesehen. Blitz, wie wär's damit? Sexy Kettenblitz. Okay. Es ist soweit. Taliesin ist tot. Und ich bin frei von den Krähen. Nice. Sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Was heißt das? Ich weiß nicht. Dass ich jetzt Alternativen habe. Yes. Bisher hatte ich keine. Ich schätze eure Gesellschaft, aber jetzt frage ich mich, ob es nicht an der Zeit ist zu gehen. Praktisch betrachtet wäre das doch das Beste, oder nicht? Auf mich wartet eine bislang nie gekannte Freiheit. Aber ich möchte, dass ihr die Entscheidung trefft. Soll ich gehen?
Wollt ihr nicht bleiben, schon wegen der Schätze? Ja. Also gut. Das klingt natürlich überzeugend. Und so wie es aussieht, stolpert ihr ja regelmäßig über Schätze. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Es gibt doch sicher noch viel zu tun. Okay. Stan, my boy. Weniger Spaß gemacht, als ich dachte. Ja, irgendwo. So. It's and Sheriff Hours, hallo. Warum tretet ihr da rein? Verstanden. So, es gibt auch nochmal schön XP. Da kann ich mich jetzt darum kümmern, Zephyrin auch noch zu skillen. Alter, den habe ich ja seit Urzeiten nicht mehr hochgeskillt, ne? Der muss aussehen wie so ein Ranziger. Oh Gott. So, gehen wir mal auf Stärke ein bisschen. Hier, 40. Immer Constitution, Klugheit. Das ist eigentlich komplett Wurst. Nee, Magie brauchen wir echt nicht. Das ist komplett unnötig. Assassine, Bade oder Duelland? Ich glaube, zu dir passt auch mal Duelland. 4 Stück! Heftig. Dann geben wir die mal Kampftaktik dann. Meuchelmörder können wir natürlich auch ausbauen. Das ist schließlich seine Spezialität. Zerfleisch. Also erstmal gucken hier. Scharfes Auge, Kill Instinct, erlauben es einem Assassinen, die Schwachpunkte seines Gegners auszumachen. Mit einem erfolgreichen Dinge. Verursachte Assassine. Abhängig von der Klugheit zusätzlichen Schaden. Nice. Zerfleischen. Wenn ein hinterhältiger Angriff eines Assassinen genügend Schaden verursacht, fügt er dem Gegner zahlreiche blutende Wunden zu, die kurzzeitig zusätzlichen Schaden verursachen. Mal der Gefallenen. Der Assassine blüht im Augenblick des Todes auf. Jedes Mal, wenn ein Gegner mit einem hinterhältigen Angriff besiegt, wird ein Teil seiner Ausdauer wiederhergestellt. Ja, cool. Und jetzt kann ich nochmal looten. Lol. Morrigan hat Level abbekommen, weil ich eine Falle entschärft habe. Das ist ja witzig. So, was fehlt denn noch? Ach, ich habe noch mehr Talente übrig, wie jetzt. Wirbelsturm, Alter, der ist da weiter als ich. 2 Waffenbeherrschung. Okay. Kampfbewegung, das ist natürlich auch nicht schlecht. Gnadenstoß. Ja, sieht gut aus. So, Morrigan. Machen wir. 2 auf Magie, yes. So, wollen wir uns jetzt der Steinfaust widmen. Das klingt doch nice. Also wenn ich irgendwann das wieder zocke, werde ich definitiv mal versuchen, Morrigan mehr auf Geist und Veränderung mal zu skillen, weil es klingt natürlich auch sick. Aber Steinfaust muss. Weißt du was, Morrigan? Können wir gleich mal ausprobieren. Wir ersetzen den Blitz durch Steinfaust. Ich glaube, das ist effektiver. So hatte ich das auch in Erinnerung. Okay. Bezauberung. Was ist das denn? Gut, fangen wir an. Handschuhe der Hinterlist. Kritische Trefferchance. Was ist besser? Ich weiß es nicht. Ich bin mal so frei. Aber musste gerade eben ja wieder abstürzen. Ey, richtig Ehre. Gerade ist, ich sagte ja, irgendwie ist der Wurm drin heute. Wie ihr wünscht. La 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 la. Ist Morrigan gestorben? Hm? Nein, ne? Das sollte kein Problem sein. Binderrüstung. Nee, danke. So, ich wollte ja eigentlich hier ins Viertel, ne? Eigentlich. War ich hier nicht schon mal? Ich weiß nicht, ob es das gleiche Bandviertel ist. Ich war ja im Tutorial schon mal in einem Bandviertel. Metalltür. Ich glaube, ist das da, was ich machen soll? Mich einschleichen? Okay. Whatever, ich schließe jetzt mal die Tür hier auf.
Ein Hebel. No. No. Das ist es nicht wert. Na schön. Sollte kein Problem sein. Ja, und jetzt Zoller. Okay. Wird wahrscheinlich schon irgendwas gebracht haben, keine Ahnung. Zumindest aber nichts Sichtbares hier. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Hallo? Hallihallo. Ah, da ist ein Questmarker auf jeden Fall. El Vino Veritas. Quest aktualisiert. Die Fenderals Anwesen nahe. Da Fenderals Anwesen nahe zu verlassen war, war es ausdrücklich leicht, die Schatzkammer zu erreichen. Viel zu leicht, wie sich tue. Es war eine Falle und du musst dich durch entweder Freiheit kämpfen oder fliehen. Ah. Eine Falle. Ich glaub's nicht. Der Typ wollte uns übers Ohr hauen. Der Lemurensohn. Jetzt Attack! Geht die Richtung vor. So, komm her hier. Betäubt hier, ey. Maul. Ups. Sind doch nicht so Hanswürste. Ich wollte hier so machen. Gönn dir, Brudi. Uh-oh. Oh ne, ich habe immer noch Zephyrin im Team, ne? Das wollte ich gar nicht. Ja, los. Warum ist hier wer tot? Oh, ich könnte ausrasten wieder. Ich könnte wieder ausrasten. Was geht denn hier ab? Jawohl. Probieren wir mal Steinfuß. Jawohl, erstmal schön umgehauen hier. Alles klar, Zephyr, mach mal Wirbelstab. Das sieht doch alles effektiver aus. Nicht so hart, ich mangel mir noch hier. Oh Gott. Heil dich. Nice. Nice. Ich will Zephyrin gar nicht im Team haben. Aber okay. Ach ja. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, der ist auch einfach schlecht. Jetzt kriegst du die anderen hier. Ja, das ist ja 0,50, bitte was? Ja, wie auch immer. Was aber mit den anderen ist, würde ich sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht in den Abenteuern von Denerim. Bis dahin, ciao.